Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld, Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg. Willkommen zu Kalles Halbzeit im Verlies, ihr Amateure. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 71. Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies. Und wie immer an meiner Seite mein Freund und sachkundiger Co-Moderator Nico Baczynski. Kalle, es ist mir wie immer eine Ehre. Ja, und wir haben natürlich auch tolle Gäste. Und wir fangen an mit Marius Nitsch. Er ist Trainer bei USC Paloma. Unser zweiter Studiogast ist heute, er gibt sich wieder mal die Ehre, Özden Özi-Kocadal, der Trainer vom HEBC Hamburg. Und wir werden erfahren, wann er aufsteigt. Und dann haben wir diesmal zwei Special-Gäste. Und zwar richtige gestandene Musiker aus der Starclub-Zeit. Und zwar Eggert Johansen und Josh Mavros. Und da könnt ihr gespannt drauf sein. Ja, mein lieber Marius, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Und wir wollen auch gleich richtig einsteigen. Mit deinen 30 Jahren giltst du ja als Trainertalent und viele haben dir auch zugetraut, in einer höheren Klasse zu spielen und beziehungsweise zu trainieren. Und trotzdem hast du jetzt bei USC Paloma verlängert um 2 Jahre. Was hat den Ausschlag gegeben? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich erneut hier sein darf bei euch. Und ja, das ganze Umfeld, die Mannschaft, ja, die Entwicklung, die wir genommen haben in den letzten Jahren, das wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt aufzuhören oder was anderes zu machen, sondern es ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Man darf die Oberliga dann ja auch nicht zu schlecht reden, sondern es ist eine sehr attraktive Liga mit vielen spannenden Gegnern, mit vielen Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende mit dem schweren Auswärtsspiel gegen Altona 93, Dassendorf, also tolle Mannschaften. Für mich als junger Trainer eine richtig schöne Bühne, mich auch zu entwickeln und auch über diese Konstanz beim USC eben mich auch langfristig zu entwickeln. Und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr so häufig, dass ein Trainer auch langfristig was entwickelt. Von daher bin ich sehr froh, auch eben meinen Stempel nicht nur über 1-2 Jahre dann der Mannschaft aufdrücken zu dürfen, sondern auch über einen längeren Zeitraum. Bisher war USC Paloma ja so eine Art Fahrstuhlmannschaft, die immer mal ganz oben, ganz unten war. Mit dir hat sich das Ganze jetzt stabilisiert. Ihr seid, glaube ich, auf Platz 7 oder Platz 9, also im Mittelfeld. Und was hat dazu beigetragen, dass das sich das Ganze so gefestigt hat? Ja, genau. Aktuell auf dem 9. Platz, aber noch ein Spiel weniger in Hinterhand. Wenn wir das gewinnen, sind wir auf einem guten 5. Sind jetzt in den letzten beiden Jahren jeweils 6. Platz geworden. Haben uns etabliert in der Oberliga. Wir haben es geschafft, immer wieder junge Spieler zu integrieren, die sehr vielversprechendes Talent einfach auch gezeigt haben und eine gute Entwicklung genommen haben. Wir schaffen es über einen guten Teamgeist, über eine richtig gute Gemeinschaft, ein Wir-Gefühl, Jahr für Jahr einfach ein sehr schwer zu bespielender Gegner zu sein. Ich glaube, es freut sich keine Mannschaft gegen uns zu spielen. Wir haben es auch hingekriegt, taktisch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, uns auch in Spielen auch mal auf den Gegner anpassen zu können und einfach auch ekelhaft zu bespielen zu sein. Von daher haben wir da eine gute Konstanz reinbekommen, aber auch Spieler, die jetzt lange dabei sind, die das blaue Blut beim USC, wie wir so schön sagen, eben in sich tragen und keine Söldner sind, die jedes Jahr irgendwie was Neues suchen, sondern langfristig gerne das Taubentrikot tragen wollen. Ich glaube, das zahlt sich jetzt aus, dass wir eben eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Wo glaubst du, dass die Mannschaft jetzt noch stabiler werden muss? Weil du hast ja selbst das Ziel ausgegeben, die Top 5. Ja. Ne? Und jetzt, wie gesagt, Platz 9, also ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was meinst du, dass sich noch verbessern muss? Ja, wenn man die Mannschaften vor uns anschaut, dann sieht man, dass sie alle mehr Tore geschossen haben als wir. Gerade in dieser Saison tun wir uns da schon noch schwer, auch mal ein Spiel mit mehr Toren zu gewinnen. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir knapp mit einem Tor. Klar, es ist auch eine Qualität und auch eine Top-Mentalität der Jungs, aber gerade auch im letzten Drittel können wir schon noch mehr Torchancen kreieren, auch noch mehr Tore schießen. Ich denke, das unterscheidet uns von den Top-Teams oben, dass wir einfach ein Torverhältnis haben, was ja nicht besonders vorzeigbar ist, einfach mit +2, sondern gerne einfach noch ein paar mehr Tore schießen. Dann klappt es, glaube ich, auch mit einer noch besseren Positionierung. Jetzt hast du ja den Vertrag verlängert, ne? Und es gibt ja ein Gerücht, dass du gesagt hast,
du verlängerst den Vertrag nur, wenn der Teammanager aufhört, der Carsten Gedeih. Ist das richtig? Ja, genau so kamst du. Nein, mal Spaß beiseite. Der Carsten Gedeih hört jetzt auf. Genau. Wie hast du davon erfahren? Oder war das für dich ein Schock? Oder kannst du das nachvollziehen, dass er aufhört? Also grundsätzlich kann ich es nachvollziehen, weil er einfach schon 10 Jahre dabei ist. Er hat das ganze Projekt so aus dem Boden gestampft und ganz viel Zeit, ganz viel Liebe investiert, dass wir auch da stehen, wo wir jetzt stehen. Und ich glaube, ja, ist dann vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber alles ist endlich. Irgendwann sagt man, okay, ich habe jetzt auch mal genug gemacht und habe die Oberligamannschaft etabliert in der Oberliga. Die U23 spielt eine gute Rolle in der Landesliga. Also wir haben ja wirklich in den letzten Jahren viel vorangebracht. Und das ist auch ein Verdienst von Carsten Gedeih natürlich, der das alles mitentwickelt hat, das ganze Konzept, sodass ich das aus seinen Beweggründen nachvollziehen kann. Finde es aber persönlich sehr, sehr schade, bedauere das auch, weil die Zusammenarbeit mit ihm äußerst positiv war. Ich meine, er hat mich auch zum Cheftrainer der Oberligamannschaft gemacht. Von daher werde ich ihm da auch immer natürlich sehr dankbar sein, verbunden sein und finde es persönlich sehr, sehr schade, weil wir auch einen guten Kontakt pflegen und habe es dann kurz vor der Mannschaft auch erfahren, dass dieser Wechsel da zur neuen Saison dann vonstatten geht. Das haben wir nämlich auch gehört, dass du gar nicht wusstest, wer Nachfolger wird. Und jetzt ist es ja der Jan Heimer geworden, dein also ehemaliger Spezi oder immer noch Spezi. Ja. Und der war ja lange bei BU, richtig? Genau, genau. Und hat er jetzt andere Aufgaben als der Vorgänger? Oder macht er im Prinzip genau dasselbe? Oder habt ihr da ein anderes Motto jetzt, was ihr da angehen wollt? Oder bleibt im Prinzip die Aufgabe gleich, nur die Personen haben sich verändert? Genau, also die Aufgabe grundsätzlich bleibt gleich in der sportlichen Leitung, in der Führung und auch in der Kommunikation mit den Jungs. Ja, auch in dem, dass wir schauen, wer kann uns vielleicht extern einfach noch weiterhelfen. Da ist er natürlich auch dann integriert und übernimmt auch in der Vereinsstruktur, in der Organisation Aufgaben, die Carsten übernommen hat. Positiv ist, dass er jetzt einfach auch schon dabei ist und dass sie jetzt das halbe Jahr auch schon Zeit haben, Abläufe kennenzulernen. Und für mich persönlich war das dann natürlich auch eine freudige Nachricht, weil ich mit Jan gut verbunden bin, wir ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Er auf meinem Geburtstag war, also wir kennen uns gut. Trotzdem habe ich es vorher nicht gewusst, so, weil das dann auch natürlich erstmal klar gemacht werden musste im Hinterstübchen, sodass das vorher ja gar nicht klar war. Aber ich freue mich drauf. Es wird, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit und Jan bringt einfach nochmal dann natürlich einen neuen Blickwinkel auf das Ganze mit. Und ein frischer Impuls ist ja immer auch grundsätzlich was Positives. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin ein bisschen sauer, dass ich nicht auf deinem Geburtstag eingeladen war. Ja. Aber jetzt hast du ja bis 2026 verlängert. Genau. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft. Bis 2026, was hast du denn da für Vision? Willst du mal aufsteigen oder sagst du den Klassiker, wir möchten uns in der Liga etablieren und möchten nicht absteigen? Also etabliert sind wir mittlerweile meiner Meinung nach. Wir gehören nicht zu den Mannschaften, die jetzt was mit dem Abstieg zu tun haben, sondern ich glaube, wir können jedes Jahr eine gute Rolle im vorderen Feld mitspielen. Wir haben natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten, die manche andere Truppen haben. Das ist auch offen und klar kommuniziert. Wir sind eher dann vielleicht auch ein Sprungbrett, eine Entwicklungsmannschaft für junge, talentierte Spieler, die einfach nochmal den nächsten Schritt gehen können in ihrer Entwicklung. Aber trotzdem haben wir ja auch ambitionierte Ziele und es ist auch sehr lukrativ. Beispielsweise im Pokalwettbewerb sind wir dieses Jahr noch vertreten im Viertelfinale. Anders als Dassendorf? Ja. Hast du jetzt gesagt? Ja. Da eine gute Rolle zu spielen und da sage ich auch ganz offen, ich möchte den Pokal gewinnen. So sei im besten Fall dieses Jahr, sonst in den nächsten Jahren. Das ist was mich extrem reizt, dieser Wettbewerb. Wenn wir jetzt ein Spiel noch gewinnen, sind wir im Halbfinale. Von daher ist es gar nicht mehr so weit. Das sind Ziele, die wir natürlich auch vor Augen haben, aber trotzdem nicht zu vergessen, die Spieler weiterzuentwickeln, besser zu machen und sich nicht nur messen zu lassen am Tabellenplatz am Ende des Tages. Ja, drück die Daumen. Danke. Gibt es noch irgendetwas, was du der Gemeinde an dem Bildschirm mitteilen möchtest, was dir wichtig ist? Ja, es lohnt sich, die Oberliga Hamburg zu gucken. Es sind viele interessante Mannschaften vertreten. Ich finde auch, viele Mannschaften mit geringen finanziellen Möglichkeiten machen es gerade in dieser Saison richtig spannend und es ist sehr ausgeglichen und es lohnt sich, beispielsweise bei dem Kollegen, der heute auch hier ist, beim HEBC mal vorbeizuschauen. Aber auch die Aufsteiger machen es hervorragend und ich finde, gerade in diesem Jahr ist es so spannend wie vielleicht noch nie. Und macht richtig Spaß, Trainer in der Oberliga zu sein. Abschließende Frage, trinkst du Kaffee? Gelegentlich, ja. Gelegentlich. Dann hast du jetzt trotzdem die Wahl der Qual. Wir sagen immer die Qual der Wahl, ne? Nicht die Wahl der Qual. Oder die auch, ja. Wir haben hier einmal wunderbaren Kaffee von St. Pauli Coffee. Ja. Einmal den Derby-Sieger, das bezieht sich natürlich auf HSV St. Pauli, steht da jetzt wieder an. Und das andere gehört zu Kalle. Ne?
Was hättest du denn gerne? Ja, wir in Barmbek haben das Derby ja leider nicht mehr. BU spielt ja leider in der Landesliga, von daher kann ich den Derby-Sieger nicht nehmen und wird dann Kallis Kaffee natürlich gerne nehmen. Das freut mich aber sehr. Wow! Dankeschön, ja, vielen Dank. Recht herzlichen Dank, ja, dass du hier gewesen bist, mein lieber Marius, und uns einen Einblick gegeben hast in das Gefüge von USC Paloma. Sehr gerne. Ja, mein lieber Ötzi, schön, dass du da bist. Vor 3,5 Jahren bist du gestartet als Trainer in der Landesliga mit dem HLBC. Und jetzt seid ihr gefestigt im vorderen Feld in der Oberliga. Oberliga. Mittlerweile, ja. So. Erzähl, hättest du geglaubt, dass das so der Werdegang ist, als du angetreten bist? Ich bin ja Berufspessimist und ich muss ehrlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Bin zur HIBC gekommen, da war ich vorher Co-Trainer nur in der U19, hatte noch nicht meine Trainerlizenz. Damals bei Niendorf in der A-Jugend-Bundesliga, da konnte man natürlich ganz schön viel lernen von den Großen und musste da ja aufgrund der Familienplanung raus, weil wir 4 bis 5 Mal die Woche trainiert haben und dann bist du auch an den Wochenenden dann gerne mal in Leipzig und Magdeburg unterwegs. Das wollte ich so nicht mehr machen. Und da kam das Angebot von HEBC und die waren gerade abgestiegen aus der Oberliga. Und es hieß eigentlich nur, bitte steigt nicht nochmal ab. Also nicht aus der Landesliga noch runter. Und wir wollen ein bisschen Handschrift sehen. Und dann kam es, wie es kommen musste und wie es gekommen ist. 10 Spiele, 10 Siege. Und plötzlich waren wir wirklich easy peasy auf Platz 1, sind am Ende aufgestiegen und nun sind wir da, wo wir sind. Das ist schön. Und ich meine, der HLBC, der stand ja immer so für seine Tugend, kämpferisch und so. Mittlerweile ist es eine richtig gut spielende Fußballmannschaft geworden. Und auch dank deiner erfolgreichen Arbeit. Was habt ihr unternommen, damit das diesen Weg gekommen ist, dass die Leute einen anderen Spielverlauf nehmen? Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber du hast recht. Das waren so die Dinge, die uns auf die Fahnen geschrieben wurden. Und als ich zur HLBC gekommen bin, war es quasi Ziel, diese Tugenden wieder auferleben zu lassen und es wieder zum Teil unserer DNA zu machen. Plus natürlich eine Brise mehr Fußball, vielleicht ein bisschen mehr Kurzballspiel, aber auch einfach mehr das Training und das Spiel mit Inhalten zu füllen, mit taktischen Inhalten zu füllen und ja, richtige Matchpläne auszuarbeiten, wie wir Gegner bespielen wollen, auf welche Art und Weise wir verteidigen wollen, auf welche Art und Weise wir Tore erzielen wollen. Einfach so ein bisschen Organisation in diese ganze Geschichte und eine nachhaltige Planung. Und es funktioniert bisher richtig gut. Im Pokal habt ihr euren Stadtrivalen, den Regionalligisten Eimsbütteler TV, aus dem Wettbewerb gekickt. Und jetzt seid ihr, glaube ich, im Viertelfinale. Was würde es dir und dem Verein bedeuten, ins Finale zu kommen? Also, so wurde ich nicht erzogen. Ich muss ehrlich sagen, diese Träume wage ich gar nicht zu träumen. Es ist dann eher so, dass ich tatsächlich Floskeln voranschieben muss, von Spiel zu Spiel denken. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir ja, das nächste Spiel im Pokal dann auch für uns entscheiden können. Und dann werden wir sehen. Aber wenn es soweit kommt, dass wir ins Finale kommen, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Also mir wird jetzt schon warm, wenn ich nur dran denke. Das wäre einfach ein unbeschreibliches Gefühl für mich als Trainer, ich glaube für alle Spieler und den gesamten Verein wird es wirklich eine sehr, sehr große Sache. Ja, schön. Jetzt bist du ja ähnlich wie Marius ein relativ junger Trainer. Was reizt dich denn am HEBC, dass du da auch immer noch bleibst? Weil normalerweise müsstest du doch bestimmt auch schon mal das eine oder andere Angebot gehabt haben. Oder ist denn wirklich die Familie so im Fokus, dass du sagst, nee, ich bleibe jetzt mein Leben lang bei HEBC? Kam noch nie was Besseres. Nee. HEBC ist ein bisschen wie Familie tatsächlich. Wenn wir jetzt so als Beispiel unsere 3 Manager, einer davon war mein Trainer, als ich in der Jugend bei HEBC gespielt habe und dann das erste Herrenjahr hatte. Das hat natürlich auch sehr geprägt. Dann einer von denen war unser Kapitän, jetzt Manager, und der andere, mit dem habe ich früher zusammengespielt, tatsächlich in Niendorf. Und jetzt ist er auch einer von denen gewesen, der mich dann auch zum Verein geholt hat. Das ist nur ein Beispiel. Ganz viele Weggefährten, die jetzt noch bei HEBC in der alten Herren spielen. Und tatsächlich habe ich Spieler, 3, 4 Stück,
mit denen ich selber noch zusammengespielt habe. Und von daher sind da ja ganz viele Dinge, die mich mit dem Verein verbinden. Ich habe in der Jugend ganz lange dort gespielt und von daher ja, passt es momentan sehr gut. Es ist ja schön und gut, dass du da ganz viele Freunde hast und alles ist toll und schick. Aber wenn du jetzt ein Angebot, von Holstein Kiel hast, dann sagst du, nee, ich habe hier drei Kumpels noch, die kenne ich von früher, ich möchte nicht zu euch kommen, oder? Ich weiß es nicht, das ist schwer, das zu sagen. Das Ding ist, ich finde auch, dass sich das nicht gehört, jetzt, wenn man in einem Verein ist, über solche Eventualitäten zu sprechen. Aber im Fokus steht momentan einfach, was Fußball angeht, vielleicht die nächste Lizenz mal anzugehen. Das würde mir schon wirklich Spaß machen, weil Fußball fühlt sich für mich nicht so wie Arbeit an. Natürlich gibt es so Wochenenden oder Montage wie heute, wo man dann am Wochenende auf die Mütze bekommen hat. Das fühlt sich nicht so cool an. Aber ich komme wirklich mit Spaß zum Training. Ich freue mich sehr auf die Jungs. Ich freue mich sehr, neue Sachen zu vermitteln, neue Aufgaben anzugehen, neue Probleme zu lösen. Und von daher, ja, es steht das momentan im Fokus. Welchen Schein hast du jetzt in der Frage? Ich habe die B-Lizenz. Okay. Momentan kämpfe ich um die A-Lizenz. Da muss man ein bisschen Geld sparen noch für. Und muss man ein bisschen gucken, wie man da auch reinkommt. Der DFB hat ja ein bisschen die Regularien geändert. Ja. Aber es wäre schon ein Traum, einfach mehr Fußball konsumieren zu können, mehr lernen zu können, eben halt durch die Dozenten, die dort sind und auch vielleicht durch die Mitstreiter, sich auszutauschen, so wie Marius und ich das jetzt eben gerade ein bisschen gemacht haben. Das tut schon gut, mit Trainern zu sprechen und Kollegen zu sprechen, die auch wirklich Ahnung haben und ja, das hilft einem ungemein. Jetzt habt ihr die Saison ja relativ stabil bis jetzt gespielt. Und wenn ihr jetzt nicht so diesen einen oder anderen Ausrutscher, den man ja immer drin hat, werdet ihr fast schon Erster. Wie ist das? Und ich kann mich noch an die Sendung erinnern, wo du hier zu Gast warst, hast du gesagt, HEBT war früher bekannt für hoch und weit und lang und hoch, ne? So in dem Dreh. Jetzt seid ihr spielerisch fast so stark wie Dassendorf, sag ich immer. Woran hapert es am Ende noch, damit man nicht ganz vorne steht? Also gibt es da Baustellen? Die wirst du uns nicht verraten, aber... Da kann man offen drüber reden, das ist nicht so schlimm. Es ist für uns eine total ungewohnte Rolle. Wir haben seitdem mein Trainerteam und ich jetzt diesen Job übernommen haben, haben wir uns auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, der spielerische Ansatz steht im Vordergrund. Und man sieht das sicherlich auch. Aber was sehr fehlt, ist Konstanz. Und momentan muss man sagen, was die Tore angeht, Tore schießen angeht, da haben wir nicht so große Probleme. Also wenn man sich jetzt die geschossenen Tore anguckt, das passt. Aber wir haben im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen mehr Tore kassiert und es ist schwierig, da die Balance zu finden. Man kann nur zweimal die Woche auf einen halben Platz trainieren und das sind dann teilweise Feinheiten, aber auch teilweise ist es das Momentum, was dann fehlt. Also wir hatten jetzt zwei Spiele, fünf Tore kassiert, aber beide Spiele waren auf Schnee und Matsch. Und da ist der spielerische Ansatz dann manchmal nicht so der, der so gut greift. Und ja, man muss gucken und am Ende die Rechnung machen. Du bist ja im wahren Leben Lehrer in Sport und Geschichte. Gibt es denn auch so ein paar Schüler aus deiner Schule, die zu den Spielen kommen und euch anfeuern? Momentan nicht so. Das hat aber auch ein bisschen mit den Schülern zu tun, die immer weniger leider sportinteressiert sind. Ich hatte aber tatsächlich Schüler vor 2-3 Jahren, die tatsächlich auch mal zu den Spielen gekommen sind. Die sind bis nach Wilhelmsburg gekommen und durften ihren Lehrer, der damals noch Spieler war, sehen, wie er zwei Dinger gemacht hat als Abwehrspieler. Das war schon schön. Da bin ich auch mit einer ganz anderen Brust durch die Schulflure gelaufen. Und ich wurde anders gegrüßt, definitiv. Aber ja, trotzdem ist es ein Auftrag als Sportlehrer, da die Kinder irgendwie und Jugendlichen dafür zu begeistern. Und das versuche ich dann natürlich durch den Sportunterricht und auch einfach durch Dialoge, die man führt. Und auch tatsächlich auch teilweise durch Unterricht, der auch darauf abzielt, dass Kinder und Jugendliche dafür motiviert werden. Abschließend die Frage, magst du Kaffee? Sehr. Dann hast du jetzt die Qual der Wahl. Und wir haben ja einen wunderbaren Derby-Sieger und den obligatorischen Kalle-Kaffee von St. Pauli Coffee. Und wofür entscheidest du dich? Du musst dich nicht beeinflussen lassen durch mich. Nee, Derby-Sieger waren wir jetzt ja schon, im Pokal weitergekommen. Dann nehme ich den Kaffee. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Vielen Dank. Wunderbar. So, dann gehen wir mal kurz in die Werbung. Und bitte dranbleiben, gleich geht's weiter mit George und Eggy.
zwei gestandene Musiker aus dem Starclub. Willkommen zu Kalles Halbzeit im Verlies, ihr Amateure. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid, Eggy und George. Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften, dass du uns eingeladen hast. Ist ja nicht selbstverständlich. Jo, bei mir ja. Ihr seid ja nun schon sehr lange im Musikgeschäft, ja? Was war der Auslöser, dass ihr euch entschieden habt, Musiker zu werden? Denn das ist ja euer Beruf seit Jahrzehnten. Der Auslöser war, wir sind auf St. Pauli groß geworden, als wir noch kleine Kinder waren. Wir waren so ungefähr 10, 11 Jahre alt, als ich meine erste Gitarre bekam und die ersten Lieder gesungen habe. So damals deutsche Schlager, gab ja nichts anderes. Und dann kam George dazu und hat mich dann mit der zweiten Stimme ergänzt. Und so kamen so Sachen raus, so Marina, Marina, Marina. Romo Granata. Ja, so, ne? Sowas, ne? Oder du wirst rot, wenn ein Mann zu dir sagt, du bist wunderschön und dir Rosen schenkt. So fing das an. So dann mit der Gitarre natürlich auf die Spielplätze gegangen. Da war ja unser Publikum. Die Mädels waren ja auch damals so 10, 11, 12 Jahre alt. Wir waren die ja ersten Groupies. Ersten Groupies, genau. Mit 10 oder 11 oder wie? Ja, ja. Und dann haben wir gesungen und die haben geklatscht immer natürlich, waren begeistert von dem. Und unter anderem sind wir auch dann in die kleine Marienstraße. Ist das noch ein Begriff? Nein. Das war sowas wie die Herbertstraße jetzt ist. Aha. War früher die kleine Marienstraße. Da steht jetzt die Endoklinik. Ach, da oben, ja. Bei der Häuselstraße. Und als die Endoklinik gebaut worden ist, war ja noch alles bebaut mit so Bruchstücken. C&A ist da gebaut worden irgendwann. Stimmt. Und das war die kleine Marienstraße. Da standen noch ein paar vereinzelte Häuschen. Aha. Und das war auch ein Bordell, so wie die Herberstraße. Vorne Jugendliche unter 21 Jahren, 21, war Zutritt verboten. Und da sind wir das dann. Das war in den frühen 60ern oder 50ern, ne? Ja, war noch Ende der 50er. Ja, ja, Ende der 50er. Und da sind wir dann reingezogen und haben unser erstes Geld verdient. Ich glaube mal, wir sind einmal zwei, drei Stücke gesungen, hatten 16 Mark. 16 Mark. Das hat ein Hafenarbeiter in der Woche verdient. Damals, in den 50er Jahren. Da war natürlich klar. Und das war dann Wahnsinns Kohle, genau. Und da lachest du auf. Und das war immer freitags. Freitags sind wir durchgelaufen. War freitags. Und schön Taschengeld zusammen. Ja, wenn ein bisschen mehr auch eingespielt worden ist bei den Damen. Ihr habt ja auch die legendäre Starclub-Zeit mitgekriegt. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur als jetzt Publikum, sondern ihr habt sogar selber mit den Giants dort gespielt, mehrmals. Ja. Was ist das so für ein Gefühl für Musiker hier aus Hamburg, auf derselben Bühne zu stehen wie Little Richard, Jerry Lewis, Ray Charles, Jimi Hendrix, Beatles? Alles in demselben Club, im selben Namen. Was gibt das dann für einen Kick? Aber wir sind ja angefangen zu einer Zeit, da waren wir auch erst 15 und 16. Wir kannten damals den Weißleder. Der war der Chef des Starclubs. Das war der Chef des Starclubs. Und die Mutter von Peter Hässlein, ne, kann ich mal sagen, Peter Hässlein, das war unser Gitarrist, der lange danach auch bei James Last gespielt hat. Lucifer's Friend. Du kennst ihn ja sehr gut. Du hast ja seine Hochzeit damals noch, seine Silberhochzeit geleitet, begleitet. Ja. Und dessen Mutter hatte einen Imbiss in der Freiheit. Und Manfred Weißleder kannte sie natürlich gut und dann sagt sie, Mensch, ich habe da meine Jungs, könnt ihr nicht mal bei dir spielen? Und da hat er gesagt, okay, lass uns mal machen. Und sonntags, nachmittags, um 4 bis 5
Ja, haben wir uns seit, das ging das los. Das Jugendschutzgesetz noch so, um 22 Uhr mussten alle raus. Ne? Mussten alle raus, die keine 18 waren. Ja, ja. Genau. Das kenne ich noch von meiner Diskussion, da fing um 18 Uhr im Kleopramfeld das los. Ach so. Und, und um 8, um 22 Uhr mussten die Jugendlichen noch Ausweise abgeben. Ja, genau, wenn man Ausweis hatte schon. Ne? Das war natürlich ein Gefühl für uns, so kleine Jungs Startclub zu spielen. Das war der Wahnsinn für uns. Du glaubst gar nicht, wie uns das Herz nach oben ging. Das meine ich das war Wahnsinn. Ich glaube, wir waren ganz blass und haben alle gezittert, dass wir auch den richtigen Akkord spielen und so. Ich weiß einmal noch, da haben wir, ach nee, das war was anderes, wo ich dann gleich mit dem falschen Akkord angefangen bin. Die haben in A gespielt und ich in E. Und Peter ist dann so, und dann, hat aber keiner unten gemerkt. Aber für mich war das natürlich dann schlimm. Nee, das war eine tolle Zeit. Für uns war das... Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich das weiß ja noch. Was, Musik ist ja, was immer jeden Jugendlichen begeistert. Ne? Ja, so. Ihr habt jetzt aktuell ein Album herausgebracht, vor 5, 6 Monaten, mit Songs der Everly Brothers. Und Everly Brothers war ja in den 50er, 60er Jahren eines der erfolgreichsten Gesangsduos. Ja. Ne? Ja. Das gibt also Wake Up Little Susie und Bye Bye My Love. Und also Crying in the Rain. Crying in the Rain. Crying in the Rain, ja. Mensch, Walk Right Back. Walk Right Back. Es ist ohne Ende. Also, die haben eine Palette von Hits ohne Ende. Also richtige Evergreens. Ja. Und was hat euch dazu bewegt, jetzt nach so vielen Jahren von den beiden, gut, ihr seid gesanglich ein schönes Duett, also ein gutes Duett, was hat euch bewegt, jetzt diese LP aufzunehmen? Soll ich das sagen? Ja, kannst du. Also wir haben uns... in der Corona-Zeit mit allen alten Giants nochmal getroffen, bei Peter Hässlein zu Hause. Cool. Und da haben wir über die alte Zeit geredet. Und irgendwie kamen wir auf das Gespräch, Mensch, warum macht ihr beide nicht Everly Brothers? Das habt ihr doch damals so super gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, bei den Giants haben wir sehr viele Titel von den Everlys auch gespielt. Mhm. Und haben einfach mal gedacht, gut, lass uns das mal proben, also 2, 3 Stücke. Landhaus Walter haben wir das gemacht. Ja, genau. Landhaus Walter, da haben wir für... Piggy, also Piggy kennen wir alle, der Pianist, Schildkröte, auch für die neue Schildkröte genannt, der ist ja gestorben und um seine Beerdigung und alles zu finanzieren, haben wir dann so ein Charity-Konzert gegeben und da sind die Giants, die alten Giants, richtig mit Gibbo, Kemp am Schlagzeug, Peter Hässlein, Zappo Lüng und wir beide. Sind auf der Bühne und haben dann drei, vier Lieder gesungen. Nur Everly Brothers. Und das ist Publikum, die Giants war eine Band, die wie gesagt in den frühen 60ern spielt. Ne? Genau. Das war eure Band gewesen. Ja, ne? Ja, und Starclub auch schon auftrat. Und das war auch ein großer Auftritt da im Landhaus. Wir haben nur Everly Brothers gespielt. Ja. Es waren mehrere Bands da und wir spielen Everly Brothers. Wir haben noch nie geprobt vorher. Nee, wir haben das einfach so gemacht. Und wir haben gesehen, auf einmal das Publikum. 50 Jahre, aber Musiker, verstehst du? Ja, aber man muss es einmal durchspielen eigentlich, einmal proben. Aber wir haben es nicht gemacht. Aber das Publikum ist total abgefahren. Ja. Die haben uns gefeiert da. Ja, das war eine geile Atmosphäre. Ich war ja oft auch so im Landhaus Walter. Hab dort gesehen, eine meiner ganz, ganz großen Idole, Scotty Moore. Der Gitarrist von Elvis Presley. Ja, der ist der Hammer, oder? Der hat da gespielt mit DJ Fontana am Schlagzeug. Ja, das war also für mich sensationell. Ja. Ist aber auch die Garde, ne? Ja, also, ja, ist klar. Ich habe kennengelernt, das darf ich gar nicht erzählen, das war so herrlich. Da gibt es auch noch Fotos, und da war ich wirklich ein bisschen stolz drauf, weil das war so meine Uridole gewesen. Ja? Für wer Elvis? Ja, und dann Scotty Moore. Wir sind ja auch mit Elvis angefangen, als absolute Elvis-Fans. Es gab ja nichts Besseres, nichts Größeres. Ja. Mit der Zeit kam was anderes dazu, aber der Anfang war auf jeden Fall Elvis. Ja, und irgendwann kam er auf die Idee, Mensch, lass es doch so weitermachen. Everly Brothers, eine CD aufnehmen. Ja. Und da ist er so gekommen. Das war also dann, habt euch dann nach diesem Meeting hingesetzt und habt das aufgenommen, praktisch ja so in Eigenregie, ne? Weil es findet sich ja schwer eine Plattenfirma jetzt. Wir haben so das in Eigenregie gemacht, richtig. Eigentlich nur, dass wir... auch wenn wir Auftritte haben, auch was anbieten können dem Publikum. Die sagen, war super und damit wir das im Gedächtnis behalten, können wir die dann eben die halt führen. Ja. Und wie viele Songs sind auf diesem Album? 15.
Ja, das ist eine ganze Menge. Jetzt hat gerade, vor wenigen Wochen, ich habe das gestern gerade gehört und mir das ganze Album angehört, Dolly Parton eine LP rausgebracht, eine Doppel-LP, ja. Rockstars. Mhm. Die hat wirklich die Creme de la Creme versammelt, von Sting über Elton John, über Ringo Starr, Paul McCartney, Steven Taylor von Aerosmith, Pink, die ganze Menge. Ja. Und hat 33 Songs rausgeknallt. Die alte Lady, ja, verstehst du? Die, die selber von sich sagte, ja, es ist ziemlich teuer, so billig auszusehen. Da war ja nichts mehr Echtes. Oder, aber oder sie hat cool. gesagt, es ist bei mir nichts Echtes, außer mein Herz. Ja, das ist so schön. Das ist das, ne? einzige Echte an mir. Mein Herz. Er hat das gesagt. Dolly Parton. Ja, sie hat auch gesagt, seit 1968 bin ich nicht mehr ohne Perücke aus dem Haus gegangen. Oh. Na, sie hat schon ein paar coole Dinge gebracht. Aber ich meine, das ist ja auch eine Ehrbezeugung, wenn Leute wie Elton John, Sting, Paul McCartney, alle die Größen dieser Musikwelt, alle rüberpegeln, um mit ihr zu spielen, ja. mit ihr zusammen im Duett zu singen. Wirklich und sie toll. Hat ja, und sie ist 77. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Ich auch. Also, ja, bravo. Ja. Naja, du hast es ja auch noch drauf. George ist noch so ein Junger, der ist ja, erst 76. Ja, ja. Ein ganz junger Typ noch. Da, ich bin der Teenager schon mit 70. Genau. Aber ich feiere auch nur Doppel-Null Geburtstage. 100. 200. 300. Weil Sterben ist out, so ein Scheiß habe ich keine Zeit. Gibt's ja gar nicht. Nee, das ist völlig abgesagt, das Ganze. Genau. Ihr seid ja nun zwei gestandene Berufsmusiker. Und an jeden meine Frage, wenn ihr jetzt zwei besondere Erlebnisse aus eurer Musikwelt erzählen solltet. George, erzähl mal zwei Dinge, die dich bewegt haben oder die dir in Erinnerung sind oder die du einfach sagst, das waren zwei Highlights. Ja, das war ein Highlight war für mich als 15-Jähriger einmal mit John Lennon und Paul McCartney an einem Tisch in Starclub zu sitzen und Gene Vincent mir anzugucken. Ja, das war das erste Konzert, glaube ich, von im genau. Start. Gene Vincent, ja. Gene Vincent und Blue Kids. Die als Beiprogramm. Genau. Hier. Ja, I know. Ich sitze ganz alleine vor der Bühne. Freitag, 13. April 1962. Ja. Das weißt du doch so genau. Ich weiß alles. Ich guck zur Bühne. Ich bin zwar ein bisschen jünger als Sie, aber das ist mein Leben. Guck mal, Kalle, ich gucke zur Bühne, Gene Vincent anzugucken. Ja. Auf einmal kommen zwei dunkel gekleidete Jungs. Die waren natürlich ein bisschen älter als ich, ganz in schwarz gekleidet und jeder hat eine Tüte Milch in der Hand. Die Dreiecksdinger. Ich kenne die noch. Ja. Einer links von mir, eine von rechts. Schule, ja, genau. Und Jim Vincent tritt an und ich gucke mir die Jungs an. Da war, links war Paul McCartney, hier war John Lennon. Und die sind total ausgeflimmt bei Jim Vincent. Ja, normal, das war damals Bibabalula, das war ja sensationell. Und das war natürlich ein Erlebnis für mich. Das vergesse ich cool. nie. Das war noch eins? Ach, noch ein anderes Erlebnis. Erzähl du eins, du überlegst dir noch eins. Ja, was ist für dich so ein geiles Highlight? Ich habe so viele Highlights erlebt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen kann. Aber zum Beispiel, als wir mit den Rattles gespielt haben, als Vorgruppe hat da gespielt, wie ist es immer noch? Papa was a Rolling Stone. Temptation. Die haben vor uns gespielt und danach haben wir gespielt. Das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, Temptations, das war das die Ding. Die waren in den 70ern, ja, mit dem Papa wurde das mal. Masterpiece, wo wir nur noch getanzt haben, in jeder Disco. War der Hammer. Und sie spielten vor uns. Ja, das und ist geil, hinterher. Das ist eine Vorgruppe. Das war wirklich, sie waren, du bist mittlerweile schon 30 Jahre auch, 30 Jahre bei den Rattles. Ja, das stimmt. Aber die Rattles sind ja noch ein bisschen älter, die fingen auch im Starclub an. Ja. Und genau. Die haben bei ihrer England-Tour, da haben die Rolling Stones im Vorprogramm von den Rattles gespielt. Genau, auch undenkbar eigentlich. Undenkbar, oder? Aber so war es gewesen. Ja. Die haben Deutschland, hat geile Musiker. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich schon schön. Und du bist ja auch seit 50 Jahren in derselben Band. Ja, auf jeden Fall. Das gibt es ja auch so gut wie gar nicht. Bei den New Comics. Und ich habe noch ein Erlebnis gehabt damals in Deutschland zum Beispiel. Das war 68. Da wollte mich die Deutsche Grammophon als deutschen Tom Jones rausbringen mit dem Namen George Monroe. George Monroe. Ja, Monroe. Ja. Und da habe ich auch Deutschland vertreten in Zoppot bei diesem Festival. Also ich habe schon, oder ich war in... Und das hat super Songs gemacht zu der Zeit. Ja. Aber nur auf Schlagermäßig. Jetzt bin ich mehr so ein bisschen der Rock.
Everly Brothers. Ja, das ist ja mehr Rock. Aber damals habe ich mich so für Tom Jones auch interessiert. Aber gedacht, mein Gott, wow. Und er konnte super singen wie Tom, also sehr ähnlich wie Tom Jones. Ja, also wir haben ja so gute Sänger gehabt. Er kann immer noch so singen. Das Problem ist ja, dass es, man sieht es ja zum Beispiel mit Dolly Parton, ja. Da gibt es keinen Spaten, da ist alles Crossover. Zum Beispiel Willie Nelson, einer der größten Country-Sänger und einer der größten Songwriter, der ist auch schon fast, oder ist schon 80, der hat vor 3 Jahren hier mit Snoop Dogg in Holland gespielt, mit dem Rapper. Ja. Das muss man sich vorstellen, das konnte man sich vorstellen. Er wurde ja so hier ein bisschen bekannt mit dem Duo mit Julio Iglesias, ne? Die ganze Geschichte. Aber wie gesagt, hier in Deutschland sind sie noch so ein bisschen spadenmäßig drauf, was ich schade finde. Aber es hat mich gefreut, dass ihr heute hier wart. Und das ist natürlich die obligatorische Frage. Trinkt ihr Kaffee? Nur. Nur? Nur. Und du? Ich trinke auch Kaffee. 10 Tassen am Tag. Ja, oh, Herr. Ja, wirklich. Dann habt ihr ohne jetzt Platz. Die Wahl der Qual. Entweder, wir haben hier von St. Pauli Coffee, gibt es zwar außergewöhnlich gute Sorten, wir haben noch viel mehr. Ja. Aber hier, weil wir jetzt sind ja hier am Kalle, das bin ich. Und dann sind wir hier natürlich im Club des Arts. Da gibt es natürlich den Domina Espresso, ne? Mit Handschellen und so, ist ja logisch. Kann ich beide, beide wählen? Ich würde sonst natürlich den Kalle nehmen, das ist ja wohl ganz Kalle klar. Nehmen, ja. Und du? Du kannst auch, wir haben auch noch einen Kalle. Ich will auch Kalle nehmen. Ja, auch Kalle. Ja, prima, ja, alles super. Klar, würde ich mich sehr freuen. Prima. Heute ging Kalle weg wie warme Semmel. Prima. Ja, Mensch, toll. Recht herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Wir haben auch zu Und wir hören ja auch noch ein kleines Stück von euch und das freuen wir uns drauf. Okay, den Sound der Everly Brothers hier bei uns im Verlies.
jede Sendung hat ihr Highlight. Die ARD hat in der Sportschau das Tor des Monats, das ZDF hat die Torwand und wir bei Hamburg 1 bei Kalles Halbzeit im Verlies haben Kalles stille Helden. Viel Spaß damit. Ja, meine stille Helden sind die Schiedsrichter und die Schiedsrichterassistenten der Oberliga oder beziehungsweise alle Aktiven aus dem Hamburger Fußballverband, mit dem man Kontakt hat. Toller Job, den ihr macht, bekommt natürlich auch viel Kritik und nicht immer die Anerkennung, auch an der Seitenlinie, wenn man mit seinem Team mitfiebert, aber ihr macht einen tollen Job und es ist ganz wichtig, dass ihr da seid. Macht weiter so, es ist schön, dass ihr diesen schwierigen Job erledigt für uns. Dankeschön. Meine stillen Helden. Ich weiß, dass mein Vorredner und Trainerkollege Marius was Nettes über Schiedsrichter sagen wollte. Ich nehme an, dass er das getan hat. Und ja, ich finde die Schiedsrichter auch toll, aber ich möchte einen ganz besonderen Menschen aus meinem Verein grüßen und ihn ehren. Und zwar unseren Zeugwart Werner Wartenberger. Gestern hattest du Geburtstag, lieber Werner. Und leider konnten wir dich nicht mit einem Sieg beschenken, aber ich hoffe, das hier macht alles wieder gut. Wir sind dir unfassbar dankbar für das, was du für uns tust, was du für uns leistest. Du bist die gute Seele des Vereins. Mach bitte weiter so. Alles Gute. So, das war's dann wieder mit der 71. Ausgabe Kalles Halbzeit im Verlies. Genau, das war unsere Weihnachtsausgabe im Dezember. Wir wünschen euch alle ein angenehmes Weihnachtsfest, gesundes neues Jahr und wir sehen uns wieder im Januar. Bye, bye. Kalles Halbzeit im Verlies wird Ihnen präsentiert von Laute und Muxfeld, Ihr Spezialist für Werkzeuge und Arbeitsschutz in Hamburg.